Ja, Neujahrsgrüße aus Brüssel erneut. Diesmal mit dem Thema Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Ja, Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai seinen Landtag. Wir als kleine Partei, als Familienpartei Deutschlands, möchten natürlich an die Wahlen teilnehmen, werden aber trotz Corona massiv daran gehindert, denn wir müssen wieder einmal unabhängig davon 1000 Unterstützerunterschriften sammeln. Obwohl wir im Europäischen Parlament eine hervorragende Arbeit leisten, obwohl wir in zahlreichen Kommunalparlamenten sitzen und obwohl es überhaupt keine Begründung mehr gibt für irgendeine Sperrklausel, weder auf Bundesebene noch auf Landesebene. Aber wir werden halt drangsaliert und wir werden halt von den Altparteien gezwungen, hier entsprechend Unterstützerunterschriften zu sammeln und uns anstatt im Wahlkampf zu tummeln, sich jetzt damit zu tummeln, die Bürger zu überzeugen, dass sie handschriftlich und persönlich diese Unterstützerunterschriften ausfüllen, die eigentlich überhaupt keine Wertigkeiten haben, außer dass wir antreten dürfen. Aber sind natürlich hochwichtig als Urkunde auf ein DIN A4-Zettel, dass die Bürger sich erschrecken. Liebe Bürger, haben Sie keine Angst, füllen Sie bitte diesen Unterstützerunterschriften-Formularzettel aus. Es ist nur eine Formalie und für uns sehr, sehr wichtig, denn wir möchten auf dem Wahlzettel stehen, damit auch Sie die Chance haben, eine echte Alternative zu werden, nämlich die Familienpartei Deutschlands in Nordrhein-Westfalen. Und schauen Sie sich die Politik in Nordrhein-Westfalen an und schauen Sie sich unsere Politik an, wo wir sitzen, in den Rathäusern und im Europaparlament. Und Sie werden zum Ergebnis kommen, diese Partei fehlt im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und daher bitte ich Sie um Unterstützung. Nicht nur um Ihre Stimme am 15. Mai, sondern jetzt im Vorfeld bereits um Ihre Unterstützerunterschrift. Sie finden sie auf der Homepage-Seite wählefamilie.de. Sie finden sie natürlich bei Facebook unter Familienpartei Deutschlands. Oder kontaktieren Sie mich einfach als Bundesvorsitzender der Familienpartei Deutschlands und gerne übersende ich Ihnen dieses Unterstützerformular zu. Und dann lassen Sie uns gemeinsam in den Wahlkampf gehen, wo wir dann die Probleme und Nöte, die die Familien in Nordrhein-Westfalen haben, aufgreifen werden und wo wir dann für wirkliche politische Veränderungen im Land bewirken wollen. Aber die müssen uns über die erste Hürde helfen, die Unterstützerunterschrift. Vielen Dank für Ihr Verständnis und dann auf gutes Gelingen.